Aber bereits in den ersten Monaten habe ich bemerkt, Sie verzeihen mir, wenn ich das so offen sage, aber ich kann nur offen reden, ein Minister hat nicht die Macht, die man glaubt, dass er hätte. Vielleicht hätte er auch, oder vielleicht passiert das jetzt, möchte auch manche Dinge anders machen, steht aber selber auch als parteiunabhängiger Minister unter einem fraktionellen Druck. Aber das ist schon mein Eindruck gewesen. Mhm. Für mich sind zwei Dinge, ich hätte mir gewünscht, und ich habe immer unsere Arbeitsbeziehung als eine sehr offene, sehr unkomplizierte wahrgenommen. Erwähnen Sie ja auch nicht negativ im Buch. Und da hätte ich mir gewünscht, dass Sie in diesem Jahr, was bei uns war, einmal zu mir gekommen wären und das angesprochen hätten. Wir haben ja wiederholt Kontakt gehabt. Ja. Auch da, wo Sie sich einmal überlegt haben, ob Sie Personenschutz brauchen, kann ich mich an einen Wochenende erinnern, dass Hilfesuchende an mich gewarnt haben und ich gesagt habe, wenn Sie sich bedroht fühlen, dann mache ich sofort das im Innenministerium. Also wir haben ja auch vertrauensvollen Umgang miteinander gehabt. Da hätte ich mir das einfach gewünscht, dass Sie das früher angesprochen hätten, wenn Sie das so wahrgenommen hätten. Aber der entscheidende Punkt ist ja der. Ja, und uns vom Ministerium geht es ja tatsächlich um diesen Bericht. Ja, und da sind wir auch wirklich dankbar, dass Sie den erarbeitet haben. Aber mit meiner Kollegin, das war ich nicht alleine. Aber gibt es einen Satz, weil Sie sagen, Sie sind kontrolliert worden, behindert worden, gibt es einen Satz in diesem Bericht, den Sie anders geschrieben hätten? Sie hätten ja 300 Seiten schreiben können. Der Bericht hat jetzt gute 130 Seiten. Also ich hätte nicht so wahrgenommen, dass irgendjemand Sie eingeschränkt hätte, dass nicht mehr wird. Wir hätten uns sogar mehr gewünscht in der Umsetzung. Ja, deswegen war das für uns nicht fertig. Wie kommen wir ins Tun? Ja, wie kommen wir an die Maßnahmen? Und ist von dem, was vorliegt, ein Satz, wo Sie sagen, da würde ich einfach von Ihnen gern wissen, den Satz hätte ich so nie geschrieben, da bin ich beeinflusst worden. Nein, ist nicht, außer bei einem Kapitel, das stimmt. Da sind mir einfach dann die Kräfte ausgegangen. Das war der Punkt Ethikunterricht. Da hätte ich noch gerne reingehabt, dass die Mehrzahl der Lehrer sich einen Ethikunterricht für alle wünschen. Und da steht dezidiert nicht drinnen. Und das habe ich nicht mehr eingefordert, weil es vorher eine unglaubliche Streiterei gegeben hat, wieder mit dem Kabinett, da es auf meinen Wunsch hin Termine mit den Glaubensgemeinschaften gegeben hat. Weil ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Das ist ein wichtiges Thema an den Schulen, für die Lehrer, für die Schüler. Und das gehört in diesen Bericht rein. Und da waren unglaubliche Diskussionen, auch bei der Frau Glück, wo man mir vorschreiben hat wollen, Satz für Satz, was ich mit den Vertretern der Glaubensgemeinschaften zu sprechen habe. Und da waren Sie aber nicht Generalsekretär, das muss ich auch sagen. Aber darf ich nachfragen, wenn Sie sagen, Sie haben es nicht eingefordert, Ethik. Haben Sie eine Passage geschrieben, die rausgestrichen worden ist? Gibt's Nein, das nicht. Ich habe gesagt, mir ist die Kraft ausgegangen, da noch weiter zu kämpfen. Aber sonst muss ich sagen, sonst hat sie versucht, quasi den Mittelweg zwischen mir und der Position des Kabinetts in diesem Bericht zu finden. Und das ist ein Verdienst von ihr. Weil nicht einmal, und das glaube ich, wissen Sie, habe ich zu ihr gesagt, ich hau das alles hin. Aber ich wollte meine Arbeit wirklich fertig machen. Und das habe ich getan. Und da muss ich Sie auch gleich fragen, warum sagen Sie, warum wird verlautbart, dass vom Ministerium, dass der Bericht nicht fertig ist? Der ist fix und fertig. Der ist im Dezember der damaligen Ministerin Roskaller übergeben worden. Das hat mich schon auch befremdet, sagen wir mal so. Er ist für uns deswegen nicht fertig, weil jetzt haben wir einen Problemaufriss. Ja? Problemaufrisse sind ein wichtiger Schritt, um in die Analyse zu kommen, um ins Tun zu kommen. Und wir wären mit Ihnen gemeinsam gern diesen Schritt gegangen, zu sagen, okay, und was schlussfolgern wir jetzt raus? Und was sind die Maßnahmen, die wir jetzt konkret ergreifen müssen? Ja? Aber hat man der Frau Wiesinger gesagt, dass er aus ihrer Sicht noch nicht fertig ist? Ja. Nein. Der Bericht war fertig. Nein, es hat ja nie eine Abnahme gegeben. Es hat nie jemand gesagt, ja, das war's und danke, die Zusammenarbeit ist beendet. Das haben wir ja nicht getan, weil wir mit Ihnen weiter zusammenarbeiten wollten, Frau Wiesinger. Und Sie, bin ich davon ausgegangen, auch mit uns. Ja, also, wir waren ja gut unterwegs. Das war etwas anders. Der Bericht ist fertig. Und dann habe ich eigentlich nachgefragt, ja, wann wird er denn präsentiert? Weil ich dachte schon, dass das einfach auch
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Dann hieß es aber, na, da muss vorher eine Expertenrunde kommen und dann schauen wir mal, wer immer zu der Expertenrunde nehmen und dann nehmen wir mich auch zur Expertenrunde oder auch nicht oder ich mache irgendwas anderes, vielleicht in einer Abteilung. Entschuldige, der Bericht ist fertig, da steht es drinnen. Den kann man präsentieren. Und dann zur Diskussion aufstellen. Kann man präsentieren. Ja. Es wäre nur wichtig gewesen, wenn wir im System, und da sind wir uns ja einig, Frau Wiesinger, glaube ich, wir müssen im System Dinge verändern. Ja. Und ich glaube, das ist ja sozusagen auf das, was wir gemeinsam bauen können. In der Betrachtung von Problembereichen, das ist wichtig. Ja. Jetzt haben wir eine emotionale Ebene. Mit Emotionen lösen wir keine Probleme. Herr Netzer, wissen Sie, was das Problem war? Und was das hätten wir gemeinsam machen können. Was hätten das wir Problem die Chance war, gehabt. Ich war am Anfang naiv, aber dann nicht mehr. Ich habe genau gewusst, was mit dieser sogenannten Expertenrunde, wie sie ja immer eingesetzt wird, passiert. Dann werden die fertigen Lösungen quasi die dem Kabinett und die der Regierungslinie genehm sind, präsentiert. Aber das sind vielleicht nicht die Lösungen, die den Lehrern und den Leitern an den Schulen, die diese Menschen brauchen an der Basis. Aber dann werden Teile aus dem Bericht weggelassen. Entschuldigung, Frau Wiesinger, so erfahren Sie bin ich jetzt Herrn schon. Herrn Bundesminister, ich kenne ihn. Und wir haben eine sehr übereinstimmende Wahrnehmung vom Herrn Bundesminister Fassmann. Ja. Und er hat sie geholt, obwohl er gewusst hat, sie sind keine Parteigängerin der ÖVP. Nein. Ja? Nein. Obwohl er gewusst, und gerade deswegen, weil er wollte, dass da jemand die Dinge gegen den Strich bürgt, ich sag's weil noch er unabhängig einmal, ist. Es liegt nicht und an dem Herrn Minister. Aber glauben Sie wirklich, der Herr Bundesminister hätte sich hingestellt und mit Ihnen einen zensurierten Bericht veröffentlicht? Das hätte der Minister, das wissen Sie und das weiß ich, das hätte er nie gemacht. Aber Herr Netzer, ich möchte, nur bevor wir dann auf die Inhalte dieses Berichts kommen, darum geht es ja auch, Inhalte, möchte ich zwei Fragen noch. Sie sagen, also Partei oder politische oder parteipolitische Einflussnahme oder so eine Art Gängelung von der Frau Wiesinger, nie. Also das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen, auch wegen des Ministers nicht. Aber umgekehrt, ich meine, das ist ja recht detailliert und umfangreich. Was glauben Sie dann? Hat sie das irgendwie geträumt oder erfunden? Oder was glauben Sie eigentlich, was würden Sie dann einschätzen, was ist das dann? Wenn das alles nicht wahr sein kann. Ich glaube, es sind zwei Dinge sozusagen zusammengekommen. Ja. Auf der einen Seite, ja, und ich war ja bei so Terminen dabei, wo wir gemeinsam mit Ihnen beraten haben, wie verhalten wir uns in bestimmten Situationen. Ja, weil Sie sich sehr exponiert haben als Ombudsfrau auch. Und da kann ich mich sehr gut erinnern an eine Sitzung mit dem Bildungsdirektoren. Herr Bildungsdirektor Himmer ist ja bei uns, wo Sie sehr stark in parteipolitische Argumentationen gegangen sind, wo Sie vor den Bildungsdirektionen gesagt haben, was in der SPÖ Wien alles schief läuft. Nein, Frau Wiesinger, das war eine Runde von 40 Personen und da kann ich mich gut erinnern, habe ich nachher gesagt, Sie müssen aufpassen in Ihrer Rolle als Ombudsfrau. Ich habe appelliert, dass die Parteipolitik, bitte, das war ganz am Anfang meiner Tätigkeit, eigentlich wusste man schon ganz genau, wichtig. Ich habe an alle anwesenden Bildungsdirektoren, rot wie schwarz, appelliert, dass eine Zusammenarbeit dann Sinn macht, wenn man von diesen parteipolitischen starren Positionen weggeht. Und da wurde ich nachher vom KB sich etwas löst davon. Ja? Dann kann man zu Lösungen kommen. Mhm. Das habe ich vor allen Bildungsdirektoren und Direktorinnen aber gesagt. Halt und da wurde ich sofort, nachher vom Kabinett zurückgepfiffen. Ich weiß nur, das Gespräch, das wir geführt haben, das war ein gutes Gespräch, wir alle unsere Gespräche, wo ich Sie gebeten habe, als Ombudsfrau ich soll mich nicht mehr unabhängig über Parteipolitik sein. Dann müssen und über Sie Politik zuhören, im Allgemeinen. Ja, und nicht Zensuren einzelne Bundesländer verteilen. Das war der Punkt. Ich habe keine Zensur verteilt, Herr Netzer. Ich habe einfach meinen Eindruck, den ich auch schon vorher hatte als Personalvertreterin und als Ombudsfrau, hat er sich noch verstärkt. Die Bildungsdirektionen sollten weniger parteipolitisch agieren, sondern im Sinne ihrer Bediensteten.
Und das habe ich bei dieser, ja, naiv wie ich war, bei dieser Sitzung vor versammelter Mannschaft gesagt. Na, ja. Auch da haben wir gemeinsames Interesse. Wir ach so, na eben, also was war denn das Problem, Herr Netzer? Was jetzt, war das Problem? Ich würde jetzt gerne kurz aus diesem Zwiegespräch mal rausgehen, weil das ja offensichtlich sehr unterschiedliche Wahrnehmungen sind. Herr Liesmann, Sie beschäftigen sich jetzt seit vielen Jahren auch mit dem österreichischen Bildungssystem, haben dazu ja auch einiges publiziert. Sie beraten, glaube ich, auch immer wieder das Ministerium, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Sie haben auch ein Vorwort geschrieben für das Buch von Frau Wiesinger. Und jetzt ist es eine ziemlich große Aufregung darum. Und man sieht ja auch hier, also die Frage, ob es da parteipolitische Einflüsse gibt oder nicht, das irgendwie scheint so eine Wahrnehmungsfrage zu sein. Gleichzeitig sagt dann aber jeder, auch in der Reaktion auf das Buch, ja, aber das weiß eh jeder, dass es Parteipolitik gibt. Das ist irgendwie so ein komischer Widerspruch, nicht? Einerseits sagt man, ja, was, das ist eigentlich nichts Besonderes, weiß eh jeder. Und andererseits, um Himmels Willen, nein, das gibt es gar nicht. Wie kommt der Widerspruch zustande? Ich glaube, es ist kein Widerspruch, sondern das liegt genau im System, das auch die Frau Wiesinger beschreibt. Denn das ganze Bildungswesen lebt ja davon, dass man, wenn man mit Lehrern spricht, wenn man mit Direktoren spricht, hat man den Eindruck, es weiß eh jeder, was sich abspielt. Aber gleichzeitig gibt es eine Ebene, wo man so tut, als gäbe es das alles nicht. Ja? Es ist ja nicht so, natürlich weiß jeder, dass die Parteipolitik im Bildungswesen eine zentrale Rolle spielt. Es wäre auch verwunderlich, wenn das nicht der Fall wäre. In einer Demokratie, in einer repräsentativen Demokratie ist Politik Parteipolitik und Bildungspolitik ist Politik. Also wird auch Bildungspolitik Parteipolitik sein. Kann ja gar nicht anders sein. Auf der anderen Seite tut man so, als gäbe es das nicht. Ja? Und als gäbe es diese politischen Einflüsse nicht. Wobei man natürlich sagen muss, wenn das wirklich Parteipolitik wäre, im Sinne einer politischen Auseinandersetzung, wo unterschiedliche Konzeptionen, die man politisch argumentiert, von Bildung diskutiert werden, dann umgesetzt werden, dann könnte man wahrscheinlich auch problemlos damit leben. Womit man nicht leben kann, ist, dass Parteipolitik sozusagen eine reine Zuschreibungsverfahren sind, weil da jetzt der Bildungsdirektor von Wien da sitzt. Ich habe auch 10 Jahre in Wien als Lehrer gearbeitet. Ich kann mich erinnern, wie ich damals in den damaligen noch Stadtschulrat gekommen bin. Das Erste, was er mich gefragt hat, ist VCL oder BSA. Und da hat es 2 Personalreferenten gegeben, einen roten und einen schwarzen. Und die haben überhaupt nicht miteinander diskutiert, ja, über Bildungskonzepte. Aber es war ganz wichtig. Man hatte seine Kontingente. Das waren abgesteckte Claims. Man ist sich nicht in die Quere gekommen. Es war nur jeder Junglehrer aufgefordert, entweder dem einen oder anderen Verein beizutreten. Es war keiner böse, wenn man gesagt hat, ich gehe dorthin oder ich gehe dahin. Man musste nur beim richtigen Personalreferenten landen. Das heißt also, das ist jetzt keine Parteipolitik im Sinne einer politischen Auseinandersetzung, sondern als Parteipolitik oder Personalpolitik maskiert als Bildungspolitik. Und das ist das große Problem, denke, was Sie auch erkannt haben, dass personalpolitische Fragen, machtpolitische Fragen, verwaltungstechnische Fragen sich einerseits als Politik gerieren, oder als Bildungspolitik gerieren, was ganz was anderes wäre, und dass sozusagen auf der anderen Seite diese Form von parteipolitischer Fixierung natürlich auch auf bestimmte ideologische Programme, das habe ich auch in meinem Vorwort versucht herauszuarbeiten, dass diese Form von Fixierung einfach daran hindert, pädagogische Realitäten angemessen wahrzunehmen. Und das ist natürlich schon etwas, was wir jetzt nicht nur in den Schulen, das ist an den Universitäten ganz genauso. Wir haben mittlerweile, und das ist nicht nur ein politisches Problem, das ist ja auch eine Frage sozusagen der Bildungsexperten, der Didaktiker, die hier Konzepte entwickeln, Fantasievorstellungen entwickeln, normative Vorgaben machen. Die Politik sagt dann, ja, so soll es sein. Und die Realität schaut aber ganz anders aus. Es hat dann genau 2 Möglichkeiten. Entweder man ändert seine ideologische Konzeption und sagt, nein, das können wir nicht durchhalten, weil die Wirklichkeit folgt uns nicht. Oder man sagt, umso schlimmer wie die Wirklichkeit. Dann schauen wir einfach nicht mehr hin. Ja. Ja. Dann vergraben wir es in unsere sozusagen Konzepte, in unsere wunderschönen Fantasievorstellungen. Und die Wirklichkeit hat dort Pech gehabt, wenn sie nicht so funktioniert, wie wir uns das gerne vorstellen. Und das ist übrigens ein altes Problem. Ja, schon Hegel hat er gesagt, angesprochen,
darauf hin, dass die Wirklichkeit seinen Idealen oder Ideen nicht entspricht, soll er gesagt haben, umso schlimmer für die Wirklichkeit. Und ich glaube also gerade Bildungspolitiker, Bildungsexperten sind sozusagen, ohne es zu wissen, hier alles ganz, ganz gute Hegelianer. Herr Himmel, gehören Sie auch zu der Fraktion, die sagt, umso schlimmer für die Wirklichkeit? Weil Sie sagen ja, klar ist Bildungspolitik, Parteipolitik geht ja gar nicht anders, aber sie scheint sich, und also gerade das, was Frau Wiesinger auch in ihrem ersten Buch beschrieben hat, mit diesen kulturellen Konfliktlinien, auch gerade in den neuen Mittelschulen, den Brennpunktschulen in Wien, ist ja eigentlich über Jahre und Jahrzehnte auch ausgeblendet worden als Realität. Also es schaut ja dann schon so aus, als ob sie eigentlich auch eher ein Verfechter wären, dessen, was Konrad Paulismann sagt, zu sagen, wir können ja nicht unsere ideologischen Konzepte in der Realität anpassen, also Pech für die Realität. Nicht? Na, ich glaube, was besonders wichtig ist, ist, den Menschen reinen Wein einzuschenken. Deswegen habe ich auch und ich tue das ja auch. Ich habe ja auch, Sie haben ja mein Eingangsstatement gehört, ich habe klar gesagt, Bildungspolitik ist auch Parteipolitik. Ich hätte mich ja hersetzen können und sagen können, es ist nicht so. Was aber, und das ist jetzt sozusagen der zweite Punkt, weil man das weiß und wissen sollte, muss man auch eine besonders hohe Verantwortung haben, wenn man eine Funktion ausübt, mit der man zum Beispiel Personalpolitik auch betreibt. Und ich gebe auch vollkommen recht, dass der Zorn und den Wut, den ich aus dem Buch herausgelesen habe, auch nicht unberechtigt ist. Weil wir wissen alle, dass zum Beispiel die Frage, jetzt zum Beispiel bestimmte Dinge wie Unterstützungspersonal für Schulen, wir schon jahrelang darüber reden und sich das im Kreis dreht, das, was Sie auch beschreiben, Diskussionen zwischen Bundesländern, zwischen Bund, immer wieder politische Auseinandersetzungen, das lähmt tatsächlich. Und ich glaube, es ist viel fairer, weil ich glaube auch nicht an eine parteilose Gesellschaft, ich glaube auch nicht an eine parteilose Demokratie und ich glaube auch, dass es nichts bringt, zu sagen, alle, die irgendwie ein nahe Verhältnis zu einer Gruppe, zu einer Partei, zu einer Religion haben, müssen raus. Wir suchen die, die mit einer weißen Weste da sind, die werden wir schwer finden. Aber was heißt es denn wirklich, wenn Sie sagen, Bildungspolitik ist Parteipolitik? Ja. Worin äußert sich in Ihrer Bildungspolitik, und Sie sind ein wichtiger Player in dieser Bildungspolitik, übrigens auch einer, der an diesem Hin- und Herschieben ja aktiv beteiligt ist, das machen ja Sie und der Bund, weil Sie sind es ja für die Bildungsdirektion in Wien. Also das finde ich auch immer interessant, ich sage, das stimmt schon, da wird immer hin und her geschoben. Man müsste eigentlich sagen, stimmt schon, ich schiebe da immer hin und her. Sie machen es ja, nicht? Ja. Wobei dann, also wir können gerne über die Feinheiten des Bildungssystems und auch der Bildungsdirektion diskutieren, weil an sich bin ich kein Politiker, deswegen gibt es keinen SPÖ-Bildungsdirektor, weil ich ja öffentlich Bediensteter bin. Ich will mir es aber auch nicht so einfach machen, weil ich natürlich eine sozialdemokratische Überzeugung habe, zu der ich stehe, und das sage ich auch, weil ich mich nicht davor verstecken möchte zu sagen, also ich bin sozusagen, ich habe keine Meinung, keine Ideologie, es ist mir sozusagen alles, alles weit entfernt, deswegen passe ich besonders gut darauf auf, auch niemanden sozusagen etwas zuzuschreiben, aber auch noch nicht, auch nicht von niemandem zu verlangen, dass bestimmte Dinge aus sozialdemokratischer Sicht beleuchtet werden. Das ist passiert und ich will das sozusagen auch gar nicht kleinreden. Und das ist noch immer passiert und das ist auch etwas, was uns wahrscheinlich verbindet. Da gibt es schon Dimensionen, die gehen über das Normale und auch über das Anständige hinaus. Da bin ich ein großer Verfechter davon, aber da sehe ich auch den Herrn Generalsekretär, wobei uns auch wahrscheinlich auch ideologisch vielleicht Welten trennen, viele im Bildungssystem an der gleichen Seite, nämlich die Besten zu bekommen. Die besten Pädagoginnen und Pädagogen, die besten Schulleiterinnen und Schulleiter. Ja, das ist genau schon so eine Konzeption, die an der Realität vollkommen vorbeigeht. Ich arbeite in der Pädagogenausbildung, ich bilde Lehrer aus und ich weiß, so wie wir das organisiert haben, das, was wir anbieten, die Strukturen, die wir haben, aber die Besten zu wollen, kann kein falscher Zugang sein. Natürlich kann ich sagen, ich will die Besten, aber gleichzeitig sehe ich, wie die wirklich gut sind, ganz woanders hin abwandern. Warum? Aber dann frage ich Sie, warum? Warum ist das so? Weil das kann ja noch nicht die Parteipolitik sein, weil in der Pädagoginnen und Pädagogenausbildung haben Sie die ja nicht einmal noch beworben. Das heißt, aber Sie wissen, dass Sie hinterher Parteibuch brauchen. Das stimmt nicht. Also bei uns in Wien, ich möchte nur ein Beispiel nennen, bewerben sich pro Jahr 5.000 Menschen. Wir hätten gar nicht die Kapazität, dort sozusagen, und das ist auch nicht realistisch, und das würde ich auch abstreiten, dass wir hier Parteibücher hinterher forsten. Das passiert nicht. Und ich darf noch einmal auch wirklich sagen, natürlich ist, und das ist auch im Wechselspiel in einem föderalen Staat notwendig. Es gibt unterschiedliche Gebietskörperschaften, wie zum Beispiel das Land Wien und den Bund, mit unterschiedlichen Interessen. Es ist auch wichtig, das transparent auf den Tisch zu legen und nicht zu sagen, das gibt es alles nicht.
Mir ist nur wichtig, dass man die Entscheidungen, die ich als Bildungsdirektor treffe, transparent nachvollziehen kann, damit eben nicht der Eindruck entsteht, hier werden Dinge gemacht oder abgelehnt aus rein parteipolitisch, strategisch, personalpolitischen Dingen. Aber das ist genau das, was Sie beobachtet haben, Frau Wiesing, und was Sie auch sagen, dass es in inhaltlichen Diskussionen dann nicht mehr um die inhaltlichen Diskussionen geht, sondern dass in so einer Diskussion die eine Seite das andere ablehnt, weil es von der anderen Partei kommt. Ja, absolut. Man lehnt es per se einmal ab, was von der anderen Partei kommt. Und Entschuldigung, das war schon ein parteipolitisches Hickhack um die Sozialarbeiter. Sie wissen genau, was ich meine. Das war kein parteipolitischer, sondern wer soll es zahlen? Ein parteipolitischer zahlen? Und natürlich, manchmal gebe ich Ihnen recht, ist es auch einfach Bund-Land. Dann ist es dieselbe Partei, aber man ist dagegen, weil das Land was anderes will als der Bund. Und es geht immer ums Geld. Und wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Die Leute an der Basis, die interessiert das nicht. Die sagen ganz aus dem Bauch heraus, was streiten sie sich? Es ist beides Steuergeld und wir brauchen diese Unterstützung. Aber dann und unsere Sozialarbeiter wissen jetzt nicht, ob es weiterverwendet werden oder das nicht. Das ist aber ein schlechtes Beispiel. Zu den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, und jetzt möchte ich ungern die Bundesregierung loben, weil, wie Sie wissen, ich dazugehöre. Ich bringe die Leute dazu. Danke, das ist ja auch vielleicht ist das aber meine wir haben Rolle. Besonders das, das Land Wien. Ich bringe das rote Wien mit der Bundesregierung zusammen. Weil es ja auch tatsächlich, und wunderbar, das möchte ich auch vorausschicken. Dann habe ich was weitergebracht. Bei allen, ja, und das ist ja auch, Sie haben auf jeden Fall was weitergebracht, weil die Beschäftigung mit dem Thema gelang ja auch durch Ihr erstes Buch und jetzt das zweite Buch. Das freut mich jetzt wirklich. Das ist ja auch wirklich ernst so harmonisch gemeint. Habe ich Sie nur selten. Naja, also öfters harmonisch gesehen. Aber es gibt tatsächlich, und das bin nicht ich, sondern das ist sozusagen der Wiener Bürgermeister und der Bildungsminister, die eine Einigung geschafft haben, gerade beim Sozialarbeiterinnen- und Sozialarbeiterbereich, wo sich beide Seiten, nämlich ohne rechtliche Notwendigkeit, 50% der Kosten teilen und damit die Beschäftigung der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mit am Iststand möglich ist. Dass es mehr braucht, können wir gerne diskutieren. Im Übrigen, das wissen Sie auch, zum Kabinett gelaufen bin, in meiner Rolle als Ombudsfrau und gesagt habe, so geht das nicht. Man muss da irgendwas tun. Die Leute brauchen diese Sozialarbeiter an den Schulen weiter. Weil die hätten ja gekündigt. Ja, aber es war ein Kampf.